Letzte Saison Neuling in der Bundesliga, jetzt Neuling in der Champions League. Wie groß ist der Unterschied? Ja, Champions League, der größte Unterschied, habe ich bei der PK schon gesagt, ist die Tatsache, dass man Montagmorgen die Bälle mit den Sternen rausholt und weiß, man hat letztes Jahr nicht alles falsch gemacht. Deswegen ist das eine große Ehre für uns. Also Vorfreude kann man schon in Worte fassen und sieht sie in Gestalt der Bälle. Nicht nur, wie das Ganze hier aufgezogen wird jetzt, wie minutiös durchgeplant, selbst das Training und so weiter, muss man sich genau an die Regeln halten. Das sieht man einfach, dass dieser Bewerb ein Alleinstellungsmerkmal darstellt und es kein Zufall ist, dass jeder dahin will. Monaco, Halbfinalist des Vorjahres, aber Sie haben andererseits auch die halbe Stammelf verkauft. Warum ist Monaco trotzdem eine große Nummer? Weil sie einfach in den Jahren immer davon gelebt haben, Spieler wieder zu verkaufen, aber trotzdem immer wieder ganz weit vorne dabei waren. Und deswegen ist das für uns eine Mannschaft, die trotzdem viel, viel mehr Erfahrung hat, als wir sie haben. Und wir so ein bisschen aber als Außenseiter uns auch unsere Chancen ausrechnen. Wir wissen schon, was wir für Qualitäten mitbringen können und dass wir auch gewisse Abläufe haben, die ihnen richtig wehtun können. Und deswegen wird es sicherlich ein sehr, sehr temporeiches, spannendes Spiel, glaube ich. 29 Jahre war der Europacup nicht in Leipzig. Spürt man die Vorfreude in der Stadt? Absolut. Egal, wo man hinkommt, wird man darauf angesprochen, dass das natürlich etwas Besonderes ist jetzt und dass man dann auch noch so ein paar alte Kamellen ausgräbt, um sich nochmal. Und das Elfmeterschießen habe ich auch schon gesehen mit dem Torjubel und unfassbar, was in diesem Stadion vorher los war. Ja. Und es ist aber trotzdem eine historische Stätte, in der wir uns hier jetzt bewegen und wir sind uns der Aufgabe bewusst und auch der Tradition bewusst und wir wollen natürlich versuchen, Leipziger Fußball wieder international zu etablieren. Dann wünsche ich Ihnen eine fürstliche Premiere in der Champions League. Danke vielmals. Danke.